Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Discord 2. Wir waren letztes Mal hier. Blut. Wie bitte? Schon gut. Ich versuche nur, mich an diese Rolle zu gewöhnen. Okay. Du bist also ein Vampir, wie? Ja. Ein Kind der Finsternis. Höllenbrut. Was in der Art. Es ist ein Job. Jemand muss ihn erledigen. Was machst du so? Ich meine, ich habe mich oft gefragt, wie ein Vampir seine Zeit verbringt. Nun, weißt du, ich bin die Nacht. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Womit wir beim Problem wären. Wie kann jemand die Nacht sein? Als Stellenbeschreibung taugt so etwas nicht viel, oder? Man wird nicht einmal gefragt. Eines Abends geht man nach Hause und zack, plötzlich ist man ein Vampir. Ist es so schlimm? Es hat doch sicher auch Vorteile, oder? Welche Vorteile? Nenne mir einen. Nun, man braucht nicht mehr so viel Geld für Lebensmittel und Miete und so auszugeben. Außerdem, Schwarz passt zu allem. Ja, ja, aber die Sache mit der Nacht geht mir auf die Nerven. Früher war ich um spätestens 8 Uhr im Bett. Und jetzt? Sieh mich nur an. Nachts ist es draußen dunkel. Habe ich recht? Ich stolper dauernd. Untot zu sein bedeutet nicht, Augen wie eine Katze zu haben. Ich wünschte, ich hätte solche Augen. Aber leider ist das nicht der Fall. Wenn ich also richtig umherschleichen will, brauche ich eine Laterne. Und dadurch verliert die ganze Sache ihren Sinn. Stimmt wohl. Gibt es eine Alternative zum Umherschleichen? Nun, ich hab's mit einer Kleinanzeige versucht. Vampir, Hungriger, sucht willige Opfer, die ihn ihr Blut kosten lassen. Erstaunlicherweise hat niemand geantwortet. Erstaunlicherweise. Als ich darüber nachdachte, erschien mir die ganze Sache falsch. Deshalb beschloss ich, das mit dem Blut aufzugeben und etwas anderes zu probieren. Und ich begann mit Erdbeermarmelade. Hat es geklappt? Nun, die Marmelade schmeckt besser. Aber sieh nur, was passiert ist. Siehst du, meine Zähne sind verfault. Wer hat je von einem Vampir gehört, der ein künstliches Gebiss trägt? Unter anderen Umständen wäre ich bereit, dich uneingeschränkt zu bemitleiden. Ich habe jedoch das unangenehme Gefühl, dass ich irgendwann auf deine Dienste zurückgreifen muss. Im Rahmen eines viel zu komplizierten Plot-Konzepts. Alles klar. Du bist kein Vampir. Und ob ich einer bin? Ich habe den schwarzen Umhang und auch das Rüschenhemd. Glaubst du, so etwas würde ich tragen, wenn ich noch am Leben wäre? Sieh dir das an. Das kommt vom Blut vor Augen. Jetzt bist du entsetzt. Stimmt's? Von meiner dunklen Macht gelähmt. Hypnotisiert vom Schrecken, der des Nachts zuschlägt. Der traditionelle Horror ist längst out. Ob ihn jemand vermissen wird? Ja, doch schon. Darauf läuft's also hinaus? Du sitzt hier herum und vermeidest es, ein Vampir zu sein? Hast du nichts Besseres zu tun, als in dieser Spelunke zu hocken? Wohin sollte ich gehen? Du müsstest mal mein Zuhause sehen. Ein Sarg auf dem Friedhof. Nennst du so etwas heim? Ich nicht. Beim Morgengrauen kehre ich in die Gruft zurück. Keine Sekunde früher. Ein zahnloser alter Vampir, der Bloody Mary trinkt, ohne viel Mary. Kann das Leben oder Untotsein noch mehr Demütigung bringen? Ich bezweifle. Wenn das tatsächlich möglich ist, so erfahre ich es bald. Alles klar. Wir verabschieden uns mal, Vampirchen. Entschuldige bitte, ich glaube, ich muss jetzt meine Medizin nehmen. Und da
dann würde ich sagen, schicken wir den Vampir auch mal nach Hause. Immerhin kann er sich in eine Fledermaus verwandeln. Schön. Ich glaube, wir haben auch seine Begierde gefunden. Ich habe die perfekte Frau für dich gefunden, glaube ich. Besser gesagt, ich habe die größte aller Herausforderungen für dich. Sie befindet sich drüben in der Leichenhalle. Ist sie tot? Sie scheint das nicht zu glauben. Dann erhebe ich keine Einwände. Dankeschön. Wir haben meine Leiter. Ich würde sagen, wir besuchen im Friedhof jetzt mal einen Besuch ab. Okay. Okay. Lassen wir ihn. Erstmal eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke. Eine Demonstrantin. Ach, das gefällt mir so an den modernen Zeiten. Es steht einer Frau frei, kühn vorzutreten, ihre Stimme zu erheben und genau so ignoriert zu werden wie der Rest von uns. Wir werden siegen. Gegen was demonstriert sie denn? Wir werden siegen. Wir werden siegen. Wobei wirst du siegen? Was hast du gesagt, Faschist? Ich möchte nur wissen, wobei du zu siegen gedenkst. Wer hat dich hier gefesselt? Das habe ich selbst erledigt, Schwein. Jetzt versuch mal, mich mit Unterdrückung zu befreien. Du hast dich selbst gefesselt? Damit zeige ich meine Freiheit. Nun, ich demonstriere damit meine Freiheit, mich ganz nach Belieben an irgendetwas festzubinden. Es ist eins der wichtigsten Menschenrechte und ich erhebe Anspruch darauf. Du erhebst Anspruch auf das Recht, deine Freiheit zu verlieren? Ja, genau. Willst du gar nicht wissen, weshalb ich demonstriere? Ich hatte gehofft, es zu vermeiden. Na schön, ich höre. Ich demonstriere für das Recht von Frauen auf Mitgliedschaft in der Narrengilde. Und ich bleibe hier bis zum Sieg. Und warum demonstrierst du ausgerechnet hier auf dem Friedhof? Warum veranstaltest du deine Demonstration nicht vor den Toren der Narrengilde? Wir haben sie in die Luft gesprengt, erinnerst du dich? Am Ende der Stadt gibt's nichts Ordentliches, an dem man sich festbinden kann. Aber dieser Pfahl hier ist wirklich hübsch. Findest du nicht auch? Und wir haben sie in die Luft gesprengt, oder nicht? Nicht gerade erste Wahl, aber hübsch. Wie du meinst. Entschuldige bitte, ich glaube, ich muss jetzt meine Medizin nehmen. Ja, interessant, was die gute Frau uns zu erzählen hat. Wir werden siegen, wir werden siegen. Was steht denn hier? Schlafe nur? Er macht allein sich selbst was vor. Das zufällig, das von unserem guten Vampir. Was? Eine letzte Ruhestätte schänden? Nein. Sowas mache ich nicht. Okay. Wer geht's hier noch weiter? Wir werden siegen. Ah. Wir werden Und dieser siegen. Hier? Bitte läuten, wenn niemand in der Nähe ist.
dein eigenes Grab, du verfaulter Idiot! Windel? Windel? Meine Güte, das ist mein Vorname! Du erinnerst dich also daran, Junge? Ach, damals, das waren Zeiten! Das Leben, erst im Tod begreift man, was es mit dem Leben auf sich hat. Wie herrlich zu atmen und an der frischen Luft herumzulaufen. Kein Wunder, dass sich die Reinkarnation so großer Beliebtheit erfreut. Wie kommst du jetzt zurecht? Oh, eins steht fest, an dieses Grab gewöhne ich mich nie. Die Wände sind viel zu dünn. Wenn man hier drin liegt, hört man dauernd, was die Nachbarn sagen. Nun, wie ist es? Tot zu sein, meine ich. Oh, ich hab genug davon. Zum Beispiel sind die Stunden viel zu lang. Hier, behalt das verdammte Loch! Hey, warte! Was soll ich denn mit einem Grab anfangen? Benutze es als kleinen Swimmingpool. Ich kann nicht schwimmen. Habe ich etwa vorgeschlagen, das Loch mit Wasser zu füllen? Hurra und weg! Offenbar habe ich es hier mit einer wirklich wichtigen Mission zu tun. Entweder hole ich Tod zurück, auf dass er wieder seine Pflichten wahrnimmt, oder hier wimmelt's bald von hohlwangigen, dunkeläugigen, unheimlichen jungen Frauen, die ganz in Schwarz gekleidet sind und von sich behaupten, romantische Poesie zu rezitieren. Eigentlich klingt das gar nicht so übel. Schon gut, auf geht's! Oh, noch ein Sarg. Wer hätte es gedacht? Wisst ihr, allmählich weiß ich, worauf es bei der Objektidentifizierung ankommt. Bevor wir aber weitermachen, bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao, ciao!